Servus, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zum Thema Beweglichkeitstraining Part 2, Mobilisierung. Einmal in Rückenlage, die Lendenwirbelsäule ist am Boden. Fahrradfahren kennt ihr alle. Ja, macht es mindestens 3 Minuten. Je länger, desto mehr Fett verbrennt ihr auch. Schöner Nebeneffekt, ansonsten wird die Gelenkflüssigkeit im Kniegelenk auch in anderen Gelenken verteilt. Und wir sind super für unser Workout vorbereitet. Zweite Übung, Fersensitz. Das sind wir jetzt im Beweglichkeitstraining im Dehnen drin. Diesmal weniger Muskulatur, sondern eher Gelenkkapsel. Ja, unsere Fersen sind auseinander und die Zehen sind zusammen. Vorne auch die Knie so eng wie möglich zusammen, aufrechter Sitz und da bleiben wir einfach drinnen. Ich kann mich währenddessen mobilisieren, ich kann da Übungen dabei machen nebenbei, ansonsten geht es hier ums Knie. Da bleibe ich mindestens 5 Minuten, wenn es mir möglich ist. Wenn ihr Schmerzen habt, müsst ihr natürlich vorher abbrechen, aber versucht es stückweise zu steigern und wenn es nur 5 oder 10 Sekunden sind, die ihr dazu nehmt. Macht das regelmäßig, baut es in den Alltag ein, wann auch immer ihr sitzt, könnt ihr das gerne in der Position machen. Super elegante Geschichte. Im nächsten Video wird es um Stabilitätstraining, der Hauptfunktion von unserem Knie gehen und natürlich auch um die Kräftigung. Bis dahin, macht's gut. Ciao.